Tja, also. Wie kannst du nur so untätig sein? Die Welt ist in Gefahr. Oh Gott! Nicht schon wieder so ein Weltverbesserer. Warum steht die Welt denn wohl am Abgrund? Och, nur, weil ständig irgendwer irgendetwas verändern will. Wenn alles bleibt, wie es ist, dann passiert auch nichts. Und wenn nichts passiert, dann passiert auch nichts Schlimmes. Es ist eine ganz einfache Rechnung. Passt auf einen einzigen Bogen Papier. Tja, aber ich muss sofort nach Corona. Ich muss nach Corona. Wie komme ich von dieser Insel fort? Gar nicht. Wir haben keine Verbindung mehr zum Festland. Wir sind vollkommen autark. Dann stecke ich hier fest? Tja, ich hoffe, du kannst noch irgendetwas anderes außer dumm aussehen. Für einen Clown haben wir hier nämlich keine Verwendung. Und gelacht habe ich bislang auch noch nicht sonderlich. Naja, wir finden schon eine Möglichkeit, wie du dich nützlich machen kannst. Morgen! Ich kann hier nicht bleiben. Ich habe ein Unglück zu verhindern. Wenn du wirklich ein Unglück verhindern willst, dann hältst du jetzt den Rand und lässt mich endlich schlafen. Kapiert? Ja, du musst die Fabrik wieder anfeuern. Was sind das für Gebäude da draußen? Eine Art Fabrik? Darauf kannst du deine Bommeln verwetten. Die Perlenfabrik steht hier seit vielen, vielen Jahren. Unter meiner Leitung wurden hier abertausende Perlen gepresst, um genau zu sein. Es sind auf die Perle genau 10.000 Stück, keine mehr. Und was viel wichtiger ist, keine einzige weniger. Eine perfekter als die andere. Wenn du so vernarrt bist in deine Perlen, warum steht die Fabrik dann still? Hast du nicht zugehört? Ich brauche keine weiteren Perlen. Ich habe alle 10.000. Nicht mehr lange, ich glaube, der eine, da hast du nur 9.000. Musst nochmal die Fabrik anschmeißen. Warum lässt du nicht noch mehr Perlen machen? Was soll denn die Frage jetzt? Bist du wirklich so dumm oder gehört das zu deiner Clownsnummer? Wozu in aller Welt sollte irgendwer mehr als 10.000 Perlen benötigen? Mehr als 10.000 Perlen? Da hört sich einer den Spinner an. Werde ich auch noch beleidigt. Kann ich mich mal oben umsehen? Was willst du? Bist du noch bei Trost? Halt deine Nase aus meinen Privaträumen raus, du Clown! Ich bin ein umgänglicher Mann. Aber wenn du dich über mein Eigentum hermachst, dann lass ich dich von der höchsten Klippe schmeißen. Und das ist mein voller Ernst. Am Ufer bin ich einem Mönch begegnet. Mulachai? Ach, ignoriere diesen Spinner einfach. Ich glaube, er hält sich für erleuchtet oder so. Ein Dreck ist der. Schleicht überall rum und zündet Kerzen an. Als müsste er zeigen, was er für einen Schatten hat. Egal. Ich lasse ihn auf dem hinteren Teil der Insel wohnen. Soll er doch. Da stört er niemanden. Und okay, da müssen wir nicht mal hin. Hintersten Teil der Insel. Aber was sind Yakis? Was sind Yakis? Nervige Viecher. Diese fliegenden Nager haben mich schon ein ums andere Mal den Schlaf gekostet. Du würdest dich bestimmt gut mit ihnen verstehen. Ja, die sehen immerhin auch nicht alberner aus als du. Gott sei Dank trauen sie sich nur selten auf diesen Teil der Insel. Sie scheuen das Licht. Was man von dir leider nicht behaupten kann. Hinterer Teil der Insel? Ja, wir gehen da nicht mehr hin. Und die Tür ist außer Betrieb, seitdem die Fabrik stillsteht. Du kannst ja gerne einen Weg dahin suchen. Je länger ich darüber nachdenke, desto besser scheint mir die Idee. Du würdest sehr gut auf die andere Seite der Insel passen. Zu Mulachai, zu den Yakis und allen anderen Dingen, die wir auf dieser Seite der Insel nicht mehr haben wollen. Ein niedliches Haustier hast du da. Wie heißt es? Nicht zufällig Kalida? Nein. Er heißt Carrick. Ein schöner Name. Carrick und Spot würden sich bestimmt gut verstehen. Kann er irgendwelche Kunststücke? Spot kann sich in die unterschiedlichsten Formen verwandeln. Carrick kann Geschöpfe in den unterschiedlichsten Formen totbeißen. Oh, dann lassen wir sie vielleicht nicht zusammenspielen. Carrick ist auch nicht zum Spielen da. Er passt auf, dass ich hier kein Gesindel rumtreibe, solange ich schlafe. Nicht auszudenken, wenn sich irgendwer an meinen Perlen zu schaffen machte. Aha. Bis später. Genau. Lass mich in Ruhe schlafen. Okay, wir müssen uns hier herumtreiben, während er schläft und uns an seinen Perlenverleiher vergreifen. Schreibtisch. Ich habe mal gehört, dass sich die Welt vom Schreibtisch aus nicht retten lässt. Aber wenigstens kann man sie von da aus auch nicht ins ewige Verderben stürzen. Tja, dann hat er wohl recht. Die Gelehrten nennen unsere Welt Seelenz. Ich nenne sie Hort der Sinnlosigkeit. Man sagt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Aber diese hier bellt ja auch gar nicht. Tja, da weißt du, was Phase ist. Fass meine wertvolle Einrichtung nicht an! Das sind alles Sammlerstücke!
Wozu hast du eine Weltkugel hier, wenn es keine Möglichkeit gibt, von dieser Insel herunterzukommen? Um neugierige Clowns zu deprimieren. Sie erfüllt ihren Zweck. Hurra. Was ist das für eine Rasse? Karek ist ein Krokodilshund. Oder Kinderknacker, wie man sie auch oft nennt. Aha, ein sehr freundlicher Mann. Für wen ist dieser Stuhl? Da sitzt Bando. Wenn ich ihm seine Aufgaben diktiere, zum Beispiel an welcher Stelle des Sees er neugierige Kinder versenken soll. Klingt der spannend. Dieser Stuhl steht hier offenbar nur zur Zierde. Das und um Besucher zu verspotten, die gezwungen sind zu stehen. Was soll das werden, wenn's fertig ist? Ich wollte mich einen Augenblick setzen. Aber nicht da! Dieser Stuhl ist eine Antiquität. Aber wo sitzt dann der Besuch? In seinem Boot. Zurück nach Hause paddelt. Tja, sehr freundlich. Mal gucken, wie spät es ist. Ah, wie ich's mir dachte. Es ist wahrscheinlich schon zu spät. Tja. Wozu die ganzen Uhren? Ich notiere mir gerne, wie spät es ist, wenn ich Störenfried in die Perlenpresse werfen lasse. Das wäre sehr gut, dann liefe sie nämlich wieder. Was, meine Wert, das sind alles... Okay, Schweinekopf. Ist das eine Skulptur deiner Mutter? Nein. Das ist der Kopf unseres Mutter des. Was hat er verbrochen? Er hat meine Mutter beleidigt. Ah, Sidwick. Was, meine Wert, das sind alles... Sidwicks Humor. Wir sehen's hier. Können wir es nochmal hören? Ist das eine Skulptur deiner Mutter? Nein, das ist der Kopf unseres letzten Besuchers. Was hat er verbrochen? Er hat meine Mutter beleidigt. Vorsicht, Sidwick. Nicht jeder steht so auf deine Mutterwitze wie ich. Sie erinnern mich daran, wie idyllisch es auf dieser Insel war, bevor du aufgetaucht bist. Da hat offenbar jemand Bilder von der ganzen Insel gemalt. Die Unterschrift ist kaum zu erkennen. Aber ich glaube, es heißt Marquis de Hull. Aha, ein Marquis schon wieder. Da hat offenbar jemand Bilder die Unterschrift. Aber ich glaube. Okay, die Bilder sind, glaube ich, alle das gleiche. Was ist das hier für ein Tier? Eines, das neugierige Clowns ist. Okay. Hey, wo willst du hin, Freundchen? Oh, ich dachte, ich sehe mich mal oben um. Das vergisst du lieber gleich wieder. Niemand schnüffelt in meinen Privatgemächern herum. Verstanden? Okay, aus dem Fenster können wir rauskrabbeln. Lieber nicht. Ruben hätte bestimmt ein Problem damit, dass ich sein Fenster als Hintereingang missbrauche. Nur so eine Vermutung. Aha, okay, wir werden später als Hintereingang benutzen. Aber erstmal einen Entwicklerkommentar. Ruben? Ja, Ruben. Das hat mir insgesamt ganz gut gefallen. Diese gesamte Szene. Ich weiß noch, wie was Ernest? Ernest hat hier den Krokodilhund von Ruben animiert, ne? Ja. War es Ernest? Ja, ich glaube, es war Ernest. Wir hatten damals einen ganzen Stab von tollen Animatoren, auch schon bei Whispered World, aber das war das erste Mal, dass wir so viele Animatoren in der Firma hatten, die halt allesamt einen großartigen Job gemacht haben. Einige von denen arbeiten auch immer wieder mal für uns, so als Freelancer. Aber das war schon eine gemütliche Truppe damals. Wir saßen damals auch fast alle noch in einem Büro und einige dann schon im zweiten. Heute ist die Firma ja so groß, dass man sich ja noch nicht mal mehr wiederfindet, wenn man sich sucht, und dann läuft man hier so im Pudding rum und einer läuft durch eine Tür und der andere kommt aus der anderen raus und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Aber damals saßen wir halt alle noch auf dem Haufen. Das war echt schön. Also es war, glaube ich, noch nie mehr so gemütlich, wie es damals bei The Whispered World war. Also vorher waren wir weniger Leute und es kamen halt nach und nach Leute dazu. Aber bei The Whispered World war es, glaube ich, echt am schönsten. Als dann noch Marco und Simone und Bade und auch der Gunnar und ich eben, wir saßen eben alle im selben Raum und da war noch ein viel direkterer Austausch so untereinander. Ja.
Und das hat schon riesig Spaß gemacht, vor allen Dingen, weil wir die meiste Zeit dann ja doch viel rumgeblödelt haben. Gerade die Animatoren, die haben ja sowohl Mund als auch Ohren immer zur Verfügung, weil sie ja hauptsächlich mit dem Stift und mit den Augen arbeiten. Ist dann immer sehr viel Potenzial für viele Karlauer. Und ich glaube, Gunnar war damals der Karlauer König. Gunnar ist einer unserer ältesten Animatoren. Der hat schon für den Prototypen von New Beginning gezeichnet. Und ist Dauerfreelancer bei uns. Der ist da tatsächlich kein Festangestellter, sondern läuft immer noch als Freelancer. Tatsächlich? Ja, ist so. Okay. Möchte er nicht anders. Und genau, hat aber mittlerweile, er hat das Animationsteam von HWS Neue Augen geleitet, hat halt bei den ganzen Deponia-Teilen immer mitgemacht und so weiter. Wobei man natürlich sagen muss, er ist der Spot-Animator. Er hat natürlich Spot. Damals war eine seiner ersten großen Aufgaben natürlich, Spot zu zeichnen. Genau, es gibt auch so eine Zeichnung von Spot, wo er aussieht wie Gunnar, aber es gibt auch eine, wo Spot aussieht wie du. Also. Ich kenne das Bild irgendwie, ja, ich glaube, der hatte mal alle Gesichter irgendwie drauf gemacht. Ja, die Zeit war auf jeden Fall echt schön. Das Lustige war eigentlich immer, wenn jemand mal auf Toilette gegangen ist, kam er auf einmal zurück und sein Rechner sah ein bisschen anders aus als vorher. Zum Beispiel war die Maus mal unten zugeklebt und funktionierte deshalb nicht mehr. Oder okay, da schneiden wir das auf Bananen raufgemalt oder halt. Ja, doch, das war schon lustig. Ja, das war lustig. Wir waren so ulkige Spaßvögel. Das erinnert mich an meine Schulzeit in Norderstedt. Da tatsächlich irgendwie das Schülerzeitungsteam im Editorial geschrieben hat, wir sind eine Truppe von chaotisch lustigen Spaßvögeln. Das war dann der Zeitpunkt, wo wir entschieden haben, wir müssen unbedingt eine eigene Schülerzeitung machen. Haben wir dann auch gemacht, die gab es aber nur 2 Ausgaben lang. In diesen 2 Ausgaben haben wir es geschafft, die alte große Schülerzeitung mit der langjährigen Tradition kaputt zu machen und in den Boden zu stampfen. Die wollte dann niemand mehr haben, die haben dann aufgegeben und haben gestoppt und dann haben wir halt auch aufgehört. Und da gab es keine Schülerzeitung mehr. Bewegung, die Zerstörung ist. Passt genau zum Thema von Wizard World. Ja, die gute alte Zeit. Poki und Co. Reden über die gute alte Zeit. Zum Beginn der Firma. Okay. Das Fenster als Zitereingang benutzen. Keine Chance, ich kann leider nicht so gut klettern. Vielleicht kann Spot gut klettern. Ich glaube, ihn ja. Spot kann keine Räuberleiter machen, ihm fehlen die Hände. Okay, ja, mit diesem schönen Bild hier würde ich auch sagen, ja, hinunter können wir hier gehen. Können wir die Kerzen wieder anzünden. Da gibt es dann wieder das Rätsel mit dem Zahnrad, was ich momentan nicht blicke. Ich würde sagen, es ist die perfekte Zeit für eine kleine Aufnahmenpause. In diesem schönen Screen hier können wir hier mal Schluss machen. Ich sag schon mal, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu seid auf YouTube. Ich lade das ja dann später als Let's Play auf YouTube hoch. Mir ist eigentlich gleich schon nachdem ich den letzten Stream beendet habe, aufgefallen, ich habe hier eine Leiter mit. Das ist. Können wir gleich mal versuchen hier. Kommt auch bestimmt jetzt durchs Fenster hinein. Ja, sehr gut. Können wir doch jetzt bestimmt ganz still und heimlich, ganz langsam hier. Natürlich nicht. Was? Wo? Na sag mal, was ist denn hier los? Was schleißt du hier rum, Bursche? Und wieso hat die Tür nicht geläutet? Aber das hat sie doch. Du hast nur so tief geschlafen. Ach ja. Glaub mal nicht, dass das noch einmal vorkommen wird. Ich hab meine Augen überall. Hey, wo willst du hin, Freundchen? Oh, ich dachte, ich sehe mich mal oben um. Das vergisst du lieber gleich wieder. Niemand schnüffelt in meine Privatgemächern herum. Verstanden?
Okay, da kommen wir also auch nicht rein, wenn wir uns reinschleichen. So ein Mist. Ist direkt aus dem Fenster wieder raus. Lieber nicht. Ruben hätte bestimmt ein Problem damit, dass ich sein Fenster als Hintereingang missbrauche. Nur so eine Vermutung. Ach, ich dachte, du bemerkst bestimmt nicht. Okay, ja. Hier ist auch noch ein Haus, da können wir nicht hin. Okay. Tja, können wir uns vielleicht reinschleichen und irgendwie was klauen oder so? Ist da irgendwas, was wir mitnehmen können? Hier am Schreibtisch vielleicht ein bisschen krabbeln? Ich glaube, Ruben würde protestieren, wenn ich den hier rausschleppe und meinen Rücken auch. Aha. Okay, Globus anfassen. Ich glaube und mein Rücken. Böser Gedanke. Auf keinen Fall. Ich kann mir schönere Todesarten vorstellen, als von einem Krokodilshund zerfleischt zu werden. Wenn ich mich recht erinnere, war es auf meiner Liste nicht einmal in den Top 100. Ich komme auf Ideen. Böser Zwergi. Was? Wo? Wer wagt es mit? Hallo nochmal. Was willst du noch? Bis später. Lass mich in Ruhe. Ich wollte nur gehen. Okay, wir haben jetzt eine Axt im Inventar, ein kaputtes Zahnrad, einen Haken, einen Feuerstein und eine kaputte Schaufel. Vielleicht können wir mal Dingens fragen. Und der was weiß. Oh, hier ist eine Glocke, da brauchen wir irgendwie noch ein Seil dazu. Warte, ich weiß doch, wo wir ein Seil haben. Wo wir hier ein Seil kriegen können. Oh, die Kerzen sind wieder aus. Wieder an. Hier ist noch ein Seil und wir haben doch jetzt eine Axt. Nur doch bestimmt. Nein, nein, nein. Die Axt ist dafür viel zu wuchtig. Bei meinem Talent bringe ich noch die ganze Brücke zum Einsturz. Das ist schade. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren, wenn ich das Seil doch nur irgendwie abbekäme. Mit der Axt soll es nicht gehen. Vielleicht mit der kaputten. Die Schaufel ist zu stumpf und ich brauche was. Mit einem Feuerstein vielleicht? Das könnte funktionieren. Der Stein ist scharf genug. Wenn ich Pech habe, stürzt zwar die ganze Brücke ein, aber was habe ich schon zu verlieren? Doch nur ein Leben in Schmach und Schande. Okay, wir haben ein Seil und da können wir doch jetzt bestimmt einen Haken. Ich habe einen Haken und ich habe ein Seil. Da wird sich doch wohl was machen lassen. Tada! Ein Seil an einem Haken. Wer hätte das gedacht? Ah, ein Seil mit... Und jetzt können wir doch bestimmt... Sekunde, es ist doch... Seil und Haken, das ist doch bestimmt... Können wir das da hochwerfen an der Glocke? Oje, ob das wohl klappt? Ich bin doch so schlecht im Zielen. Naja, was... Ach, vertraue doch mal auf deine eigenen Künste hier. Das. Boah, ich. Spot, hast du das gesehen? Das. Tja, sehr schön. Jetzt können wir die Glocke läuten. Jetzt können wir das Seil läuten. Bando! Läutest du etwa schon wieder die Glocke? Du elender Idiot! Komm sofort in mein Büro, bevor du noch Kalina aufwächst! Da sollten wir vielleicht weitermachen. Solange Bando noch bei Ruben ist, kann ich ihm nicht die Schuld dafür in die Schuhe schieben. Ah, okay. So soll das funktionieren. Ach, und Ruben ist der Typ, der da oben in seinem Schloss wohnt hier. Ach, Sekunde. Vielleicht hat er was zurückgelassen, bevor wir mal gucken gehen, was er da oben macht. Komm, vielleicht mal hier... Nee, das wollten wir nicht. Mal gucken gehen, was dort. Oh. Bando? Ich dachte, der wäre bei Ruben. Okay. Wir müssen wohl schnell reingehen, ohne irgendwie
und nochmal woanders rein. Ich bin ja hier direkt, habe sie verkackt, als ich dort reingestuft bin. Na komm, nochmal läuten. So, und wir gehen jetzt schnell hoch. Ich habe doch den Schlüssel schon erkannt, den können wir doch bestimmt klauen. Ich geh mal rein. Ah, sehr gut. Schlüssel klauen. Sehr schön, Kerzen kann man auch klauen. Ich lasse sie lieber hier. Sie erinnert mich an das Grab meiner Mutter. Und du hast das. So, und wenn ich mich richtig dran erinnere, passt der Schlüssel doch. Es gibt doch hier ein Haus. Passt bestimmt dort rein. Schlüssel, es gibt doch ein einziges Haus hier, was verschlossen war. Da standen wir doch vor der Tür. Und kamen nicht hinein. Mir nicht alles täuscht, aber das muss doch hier. Das muss doch klappen. Juhu. Wir haben ein kleines neues Räumchen und ein Horn. Na, wenn das kein Ärger gibt. Ein Taktstock. Eine Schriftrolle. Oh, gleich abgerissen. Ein Hocker. Oh ja, sitzen. Reiß dich zusammen, Sedgwick. Erst musst du Kalida finden, dann kannst du dich immer noch ausruhen. Ausruhen kannst du dich, wenn mein du tot Körper bist. Mein Körper sagt hinsetzen und ausruhen, aber mein Kopf sagt erst Kalida finden. Tja. Das ist eine schwere Entscheidung. Ein Stuhl. Bei uns im Wohnwagen haben wir keine Stühle. Oh. Muss auf dem Bett sitzen. Das Horn benutzt man, indem man drauf bläst. Soweit reicht mein musikalisches Verständnis noch. Okay, dann tu es. Das Horn scheint verstopft zu sein. Okay, wir müssen es entstopfen. Mit dem Taktstock? Oder was? Das Horn benutzt man, indem soweit reicht. Okay, oder auch nicht. Ich bevorzuge eigentlich Streichinstrumente. Nicht, dass ich darauf spielen könnte. Um ehrlich zu sein, verspiele ich mich selbst, wenn ich beim Zirkus den Pausengong schlagen muss. Wie das geht, freue ich mich auch. Das hier scheint eine Art Melodie zu sein. Wir müssen uns merken. Wenn ich Noten lesen könnte. Naja, dafür kann ich lustige Geräusche mit der Achselhöhle machen. Das ist ja auch was. Vielleicht können wir Spot mal benutzen. Können wir mal den Spot mit dem Horn benutzen. Sehr schön. Nicht die Hose. Ach doch, da war eine Hose drin. Die Hose hat es verstopft. Hab ich richtig gedacht. Richtig geraten. Super, das Horn ist wieder frei. Okay. Das Horn ist jetzt frei, aber ich habe trotzdem nicht genug Puste. Verfluchte Asthma-Lunge. Oh. Okay, können wir vielleicht. Ich will es nicht noch weiter verstopfen. Okay. Das Nebelhorn. Ein weiteres von vielen Symbolen, die halt Marco schon genau gezeichnet hatte. Die mich dann den Glauben bestärken. Ja, hier geht es tatsächlich. Um eine weitere Variante des Themas Konservierung und der deshalb Tod bedeutet und Zerstörung, was Leben bedeutet. Hier ja, klar. Im gesamten Kapitel gebildet durch Geräusche. Und genau, Marco hat mir am Anfang noch vehement widersprochen, was das betrifft. Und habe mich aber nicht von abbringen lassen. Und ja, im Endeffekt finde ich das halt einfach sehr gelungen, wie das ganze Kapitel sich darauf zentriert, halt, dass alle ruhig sind, um halt irgendwie den Frieden oder halt irgendwie die Insel, wie sie ist, das Leben auf der Insel zu bewahren, zu konservieren, halt alle still sind. Und Sedgwick kommt an und macht halt erstmal Alarm und hat halt diese Glocke und das Nebelhorn und nachher kommen noch die Yuckies,
ihr dann, freut euch auch auf die Yakis, die sind cool. Macht halt immer mehr Lärm. Und dabei fällt mir ein, dass wir im Fall der Yakis mussten wir tatsächlich nachher die Metapher umdrehen sozusagen. Weil ursprünglich sollte man die Yakis, glaube ich, zum Schlafen bringen. Mm, genau. Und dann haben wir gemerkt, das passt ja überhaupt nicht mit dem gesamten Rest zusammen. Und dann haben wir halt auch die Yakis aufgeweckt. Richtig? Ich glaube schon. Ja. Ach. Yakis sind auch aufwecken. Was ihr noch nicht wissen dürft, aber... Genau. Außerdem hier gibt es natürlich auch wieder einen super Einsatz für Opas Hose. Nicht im Bild. Nicht im Bild. Aber man eine sehr aufwendige Animation auch später. Ja, das ist super. Eine der kompliziertesten. Apropos Animation, aber fällt mir noch ein, dass wir damals... Deine Hose ist ja schon lang geflogen, das haben wir schon gesehen. Mit den Leuchttischen gearbeitet haben bei den Animationen. War das Opas Hose? Ja. Also da sah das aus wie halt, wie man das aus alten Dokus über die alten Looney Tunes Sachen oder so kennt, wo eben die Animatoren an ihren Leuchttischen saßen und halt Butterbrotpapier auf eine leuchtende Oberfläche gelegt haben und dann halt immer so hin und her geflippt haben, um die einzelnen Animationsphasen zu zeichnen. Heute machen wir das nicht mehr. Heute zeichnen wir halt direkt digital. Weil das einfach schon auch Sinn macht, weil man halt schneller und einfacher korrigieren kann. Genau. Und unsere Zeichner, diese Tablets, mit denen man direkt in den PC zeichnen kann, sind auch deutlich besser und erschwinglicher geworden. Da ist uns mal die Technologie entgegengekommen und jetzt können wir direkt am Computer flippen. Aber da, anno 1632, oder wann war das noch gleich, als wir Wispert World gemacht haben. Ja, muss so um und bei gewesen sein. 1600 noch was, genau. 32, ich erinnere mich, so. Da war gerade so, kam in den Nachrichten so Amerika entdeckt. Ach nee, das war noch früher. Ach, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, damals hat man das noch mit Zeichentischen gemacht. Wir sind ja schon einfach sehr alt, muss man dazu sagen. Ja. Genau. Wenn ihr genau hinhört, hört ihr jetzt unsere Bärte wachsen. Ja. Bartwachs. Ja. Mein Bart ist auch so eben gewachsen. So, das ist doch bestimmt jetzt kommen. Müssen wir bestimmt nochmal. Lieber nicht, solange Bandu noch bei Ruben. Okay, er ist noch bei Ruben. Können wir hier nochmal rein? Ich weiß nicht wieso, aber. Wie denn? Ich komme nicht ran. So lang sieht meine Arme nun doch wieder nicht. Okay, ich vergaß, stumm zu stellen. Okay, Sekunde. Das ist mein Laptop auch gemutet. So, wie kommen wir daran? Vielleicht mit dem Taktstock? Nein, mit dem Okay, dann gehen wir vielleicht erstmal. Ich habe zwar keine Idee, wie wir da was machen können, aber wir sollten vielleicht erstmal hier hochgehen. Wo Bando bei ihm ist, kann man es vielleicht an ihm vorbeischleichen. Das wäre eine Möglichkeit. Tja, Taktstück. Können wir den Taktstock als Hebel benutzen? Ich verstehe zwar nicht viel davon, aber ich glaube, was hier fehlt, ist ein Weit. Der Schalter ist schon da. Das Zahnrad kriegen wir jetzt auch nicht ganz. Da fehlt kein komplizierter Mechanismus. Wir müssen das Zahnrad reparieren. Da gehe ich jetzt lieber nicht rein. Es sieht so aus, als bekäme Bando gerade eine gehörige Standpauke. Aha. Da gehe ich jetzt lieber nicht. Es sieht so aus, als... Und wie kommen wir dann hier weiter? Wie können wir jetzt hier irgendwas tun? Ich sollte nicht mit Sachen rumhantieren, was gleichzeitig...
Nicht. Damit das funktioniert, muss die Fabrik wohl... Wir müssen die Fabrik zum Laufen bringen. Und uns die Hosen holen.